So, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt es mal wieder einen Vlog, und zwar holen wir den Wien-Termin der Dachtour nach. Das heißt, ich werde nach Wien fliegen. Ich bin gerade schon am Flughafen. In 5 Minuten geht mein Flieger oder ist Boarding Time. Und ja, was werde ich in Wien machen? Ich werde mich mit dem Michael treffen, eine Progress Story drehen. Michael hat ein richtig cooles Praktikum bei JP Morgan in London im Investmentbanking bekommen, sehr früh in seinem Bachelor auch. Ich werde Videos drehen mit Patrick, unserem Coach. Patrick ex-McKinsey bereitet vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns im Strategieberatungstrack auf die finalen Interviews vor bei den Strategieberatungen. Und wir werden ein bisschen die Stadt zusammen erkunden. Ich war nämlich noch nie in Wien, ich freue mich sehr darauf. Und sonst werde ich auch noch ein paar alte Freunde treffen aus dem Studium, die gerade in Wien studieren oder dort arbeiten. Und ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen und gemeinsam mit Patrick werden wir dann den Wien-Termin der Dachtour sozusagen nachholen. Und bis später, wenn ich in Wien. Jetzt bin ich in Wien gelandet und zu meinem Airbnb gefahren. Ich habe hier sogar schon gerade das Setup aufgebaut, damit das auf jeden Fall steht, weil der Michael wollte um 12 kommen, der Patrick kommt dann so um 1:30, 2 rum. Und es wird auf jeden Fall ziemlich cool. Schaut euch mal hier hinter mir die Aussicht an. Sowas kenne ich sonst in Frankfurt eigentlich nur aus den Wohnungen im Omniturm. Da hat man einen ähnlichen Ausblick. Aber das hier, ich drehe mal die Kamera so ein bisschen, ist auf jeden Fall echt schon ganz cool. Ich persönlich bin eigentlich auch ein Fan davon, so ein bisschen grün irgendwie zu haben. Das heißt, sowas hast du halt in so einem Hochhaus nicht. Aber die Aussicht ist natürlich deutlich besser. Oder ist eine deutlich coolere Aussicht als irgendwo, wo du deinen Garten oder so hast. Hat beides Vor- und Nachteile. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr besser findet. Jetzt habe ich alles aufgebaut. Bin ziemlich hungrig. Vielleicht gehe ich noch eine Kleinigkeit essen, kaufe ein bisschen Wasser etc. ein, weil hier ist ziemlich leer. Und genau. Dann geht's los mit Michael. Schaut da auf jeden Fall auch mal die Progress Story an. Wenn die dann, ja, die ist dann zu diesem Zeitpunkt, haben wir die schon online genommen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir blenden die euch hier oben irgendwo dann auch ein. Ich denke mal, das gibt nochmal sehr, sehr coole Mehrwerte für euch. Vor allem für diejenigen, die ins Investment Banking wollen und mal so ein bisschen erfahren wollen, wie das denn wirklich abläuft bei Interviewprozessen bei Top Investment Banken, vor allem auch in London. Und natürlich auch, wie da eine Mitgliedschaft im Elite Coaching bei Pumpkin helfen kann, da diese Interviewprozesse und Bewerbungsprozesse im Besonderen natürlich zu meistern. Und genau, da würde ich sagen, schalte ich euch nachher wieder ein, wenn der Michael da ist, dann nochmal kurz, wenn der Patrick da ist, und dann machen wir uns auf die Stadttour. So, der Michael ist da. Servus. Wir haben gerade sehr coole Videos aufgenommen, die Progress Story, noch ein Video zu Wirtschaftsrecht, was der Michael an der WU studiert. Trinken jetzt gerade einen frisch gepressten Orangensaft unten vom Migos. Sag ich das richtig? Oder wie heißt nochmal der Laden unten? Billa. Migos ist in der Schweiz, ja, glaube ich. Genau, ist der Billa. Vom Billa trinken einen Kaffee und genießen ein bisschen die Sonne, bis dann gleich der Patrick kommt für die nächsten Videos und dann gehen wir ein bisschen die Stadt erkunden. Und ich bin gespannt, was wir euch da in der Stadt so zeigen können. Herzlich willkommen zu Land und Leute, zeigt Ihnen Patrick Schleich. Fun mit Flags. Genau. Patrick hat uns gerade schon ein bisschen in der Stadt herumgeführt. Vielen Dank dafür. Sehr viele geschichtliche Anekdoten erzählt. Wo sind wir denn hier, Patrick? Ja, es geborener Lokalpatriot. Freue mich natürlich, dass du hier bist. Das ist der Heldenplatz. Zwei der größten Kriegsherren oder Feldherren, die Österreich hervorgebracht hat. Also Karl, der Napoleon in der Schlacht von Aspern, die hier gleich vor den Toren Wien stattgefunden hat, geschlagen hat. Und irgendwie, wir können leider nicht weiter vorgehen. Da vorne sind die zwei schönen Museen, das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum. Alles Ende 19. Jahrhundert gebaut. Vor allem irgendwie, weil hier da vorne noch die Stadtmauer entlang gegangen ist. Wurde dann alles niedergerissen unter Franz Josef. Und ja, dann eben das schöne Stadtbild geprägt. Auch hier das Rathaus, da geradeaus, das gerade eingerüstet ist. Diese grausamen Bunker hier, das ist unser Parlament, aber auch nur auf Zeit, Gott sei Dank, bis das wirkliche Parlament wieder schön hergerichtet wird. Ja, und wir stehen da direkt neben der Präsidentschaftskanzlei. Also
Also hier ist die Präsidentschaftskanzlei dann. Genau. Und dahinter ist das Kanzleramt, wo unser Staatsoberhaupt waltet. Das immer wechselnde Staatsoberhaupt. Ja. Also ich scheinbar nicht so gut dort. Ich finde es faszinierend, dass es in Wien, ja wirklich, also wir sind nicht mal 10 Minuten gegangen, meine ich, wenn man schnell gehen würde. Und Wir haben extrem, extrem viel gesehen. Es ist so ein bisschen wie ein Freilichtmuseum, Finde ich. Ja? Schon schön hier. Und es ist, auch, also wir sind aushalten. Jetzt im ersten Bezirk. Genau. Für jemanden, der noch nicht in Wien ist, noch nie in Wien gewesen war. Wien hat verschiedene Bezirke. Genau, so ist es, ja. Und der erste Bezirk ist das, wo am meisten historische Sehenswürdigkeiten auch sind. Genau. Also wir sagen, also wir begrenzt durch den Ring. Und der Ring, das sind die alten Stadtmauern, Die eben dann Ende 19. Jahrhundert abgerissen wurden. Wie groß ist in etwa der Durchmesser vom ersten Bezirk, wenn du es jetzt so schätzen würdest? Schwierig zu sagen. Also was ich weiß, sind ungefähr 13.000 Leute drinnen wohnen. Okay, okay. Also wie eine Kleinstadt sozusagen. Eine kleine Gemeinde. Okay. Aber ich würde sagen, von Ende zu Ende zu Fuß 15 Minuten, 20 Minuten bist du durch. Und je weiter man rausgeht, desto mehr hat man Bürogebäude, Wohnflächen etc. Nee, eigentlich sind hier mehr Bürogebäude. Okay. So ein bisschen das Prestige des Anwalts in Österreich, seine Adresse im ersten Bezirk zu haben. Okay. Da sind viele Bürogebäude hier von mittelgroßen Firmen. Gar nicht so viel Wohnraum eigentlich. Also Wohnraum ist tatsächlich mehr draußen. Okay. Super, dann schauen wir mal, was wir sonst noch alles zu Gesicht bekommen. So, das hier ist jetzt nicht die Uni, wo der Patrick und der Michael studieren oder studiert haben, sondern es ist die normale Uni Wien. Genau, also hier wird humanistisches Gedankengut weitergegeben. Sprich Medizin etc., Philosophie. Also hier, ich weiß nicht, welche Fakultäten jetzt hier sitzen, aber also jegliche Fakultäten, die man sich vorstellen kann, wenn hier unterrichtet. Es gibt Wobei, auch, du es hast gibt ja auch studiert, oder? Gibt du auch hast ja auch Philosophie studiert. Ich habe auch Philosophie gemacht, aber der Campus war dann immer weiter draußen. Okay. Die Uni ist ja auch viel zu klein, aber das ist der alte Nukleus, aus dem die Uni Wien erstanden ist und die großen Größen der Wiener Wissenschaftsgeschichte wurden hier geboren sozusagen. Ja, genau. Wir waren gerade da hinten, wie hieß das Café, wo wir gerade waren? Das Café Landmann neben dem Burgtheater. Auch ein sehr, sehr uriges Café, man fühlt sich wie bei der Oma auf der Couch. Das ist die Wiener Kaffeehauskultur, die inspiriert zur Gemütlichkeit, würde ich sagen. Das darf man als Österreicher sagen, was den Deutschen vielleicht hin und wieder auch nicht schaden würde, oder? Ja. Nee, sehr schön. Und jetzt wird Wien bei Nacht bestaunt. So ist es. Die Gehsteige werden erst ab 22 Uhr hochgerollt und bis dorthin kann man noch was machen. Ja. Guten Morgen. Ich bin relativ spät gestern Abend nach Hause gekommen, habe jetzt heute Morgen noch einiges gearbeitet, geduscht etc. Habe hier tatsächlich gerade noch ein, zwei kurze Videos aufgenommen vor diesem coolen Ausblick und räume jetzt zusammen, fahre zum Patrick, um meine Sachen lagern und dann gehe jetzt nochmal in die Stadt mit dem anderen Kumpel ein wenig noch andere Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Dann Nachmittag setze ich mich in den Café, arbeite noch eine Weile und dann geht es heute Abend wieder nach Hause und ich schaue mal, was ich euch noch zeigen kann von dieser wunderschönen Stadt Wien. So, jetzt laufe ich gerade in der wunderschönen Sonne von Patrick in den ersten Bezirk ins Schwarze Kamel. Das Schwarze Kamel ist anscheinend der Spot, um zu sehen und gesehen zu werden, was mir als Influencer natürlich sehr zusagt. Aber in erster Linie geht es darum, dass es dort anscheinend mit das beste Wiener Schnitzel gibt in Wien. Und ich meine, wenn man in Wien ist, dann muss natürlich auch ein Wiener Schnitzel konsumiert werden. Ich würde natürlich auch gerne ein Wiener Würstchen als Vorspeise essen, aber ich habe gestern erfahren, dass die Wiener Würstchen in Wien Frankfurter Würstchen heißen oder Frankfurter. Und als Frankfurter muss ich jetzt hier keine Frankfurter essen. Das heißt, es gibt ein Wiener Schnitzel im Schwarzen Kamel. Ich glaube, das hier hat gestern in der Land und Leute mit Patrick Schleichtour noch gefehlt. Der St. Stephans Dom. Hat Patrick auf jeden Fall auch einiges zu erzählen können. Erinnert mich etwas an die Sagrada Familia in Barcelona. Und sehr eindrucksvoll. Auch von innen sehr, sehr schön. Und das Besondere ist anscheinend auch die Rechtsform, weil der Stephansdom sich selbst gehört, wie der Patrick erzählt hat. Also ein sehr interessantes Gemälde. Wird das nicht?
Это знаешь, почему? So, jetzt bin ich fertig mit dem Essen. Ich habe nur ein, zwei Szenen ganz kurz gefilmt, weil ich fand es dort drin ein wenig unpassend, da anzufangen zu vloggen. Vor allem die Leute neben mir haben auch alle über irgendwelche Business Deals gesprochen und ich war mir da jetzt auch nicht sicher, wie sehr die das freuen würde, wenn ihnen so ein BWL-Student oder ehemaliger BWL-Student dann auf einmal ein iPhone ins Gesicht hält. Deshalb, genau, Essen war sehr, sehr lecker. Und jetzt gehe ich noch 20 Minuten spazieren, mache noch ein, zwei Calls, habe auch im Café noch einiges oder in dem Restaurant einiges gearbeitet und treffe mich jetzt noch mit einem alten Uni-Kameraden, einem Kommiliton von mir, der hier in Wien studiert hat oder seinen Master gemacht hat und jetzt hier arbeitet. Und ja, danach geht es dann eigentlich fast schon wieder zurück nach Frankfurt. War auf jeden Fall ein relativ kurzweiliger Tag heute. Und ich bin mal gespannt, ja okay, ich habe noch 4-5 Stunden, ich bin mal gespannt, was wir noch angucken. Schloss Bellevue, meine ich, heißt das. Soll noch sehr schön sein, wurde mir empfohlen. Vielleicht gehen wir dahin oder laufen ansonsten einfach so ein bisschen nochmal durch den ersten Bezirk. Auf jeden Fall ist sehr pittoresk und schön anzusehen hier in Wien. Und das Wiener Schnitzel war auch superb. Sehr, sehr dünn, aber sehr fluffig. Auch die Beilage, so ein Kartoffelsalat, alles sehr lecker. Also das schwarze Kamel ist auf jeden Fall etwas, wo man mal wieder hingehen kann. So, wir stehen jetzt hier beim Schloss Belvedere. Mhm. Von wem wurde das erbaut? Prinz Eugen. Prinz Eugen. Und dann später die Habsburger und... Da wissen wir Bescheid. Das ist auf jeden Fall ein sehr eindrucksvolles Schloss. Und auch ein sehr eindrucksvoller Lustgarten, kann man das nennen, oder? Lustgarten nennt sich sowas? Keine Ahnung. Oder Lustpark. Oder auf jeden Fall Park. Nennen wir es einfach mal Park. Schlossanlage. Auf jeden Fall. Sehr schöne Schlossanlage, das Ganze. Sehr schön geschnittene Büsche. Sehr viele Leute. Es ist schön am Hang. Man überblickt Wien so ein bisschen, ne? Ja. Ich denke mal, wenn man oben drauf stehen würde, hätte man einen noch besseren Ausblick. Und ja, jetzt spazieren wir hier noch ein bisschen rum und lassen uns danach noch einen leckeren Kaiserschmarrn zum Abschluss schmecken. So, jetzt haben wir uns gerade den wohl besten Kaiserschmarrn in Österreich geholt. Auf jeden Fall. Schmeckt hervorragend und den genießen wir jetzt. Und dann geht's für mich zurück zu Patrick. So, ich habe ganz vergessen, am Flughafen zu filmen, merke ich gerade. Aber dafür hole ich es jetzt nach. Ich sitze jetzt wieder im Flieger und genau. Dann geht's innerhalb der nächsten 2 Stunden wieder zurück nach Frankfurt. Und dann gucken wir mal weiter. So. Jetzt sind wir wieder zurück in Deutschland gelandet. Sorry, dass ich euch am Flughafen gar nicht eingeschaltet habe. Ich war irgendwie so am Essen und Arbeiten, dass ich das komplett vergessen habe, dass ich eigentlich noch am Vloggen bin. Jetzt sind wir fertig im wunderschönen Parkhaus am Frankfurter Flughafen. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen auch interessant, ein bisschen lehrsam. Schaut euch auf jeden Fall mal das Interview mit dem Patrick an. Das sollte zu diesem Zeitpunkt schon online sein. Schaut euch auf jeden Fall natürlich auch die Progress Story mit dem lieben Michael an. Die sollte ebenfalls online sein. Und falls euch das überzeugt hat, dass wir euch sehr gut dabei helfen können, ins Investment Banking oder in die Strategieberatung reinzukommen, dann bewerbt euch gerne bei uns auf eine Zusammenarbeit mit uns und unserem Coaching-Team auf pumpkincareers.com. Wir können euch dabei sehr gut unterstützen. In Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity etc. Karriere zu machen. Dafür ist es sehr wichtig, dass man weiß, wie die Schritte aussehen, um dort reinzukommen. Wir haben da ein super Netzwerk aus anderen ambitionierten Leuten, aus Coaches, die das selbst gemacht haben. Und wir können auch dich dabei unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn du dich bei uns bewirbst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.